Ein Trank, ein Stirnreif und wieder Spinnen. Na, die können gegen uns nicht gewinnen. Boah, schaut euch an, wie ekelhaft die ist, ey. Boah, und dann kommen die anderen Kleinen noch angekrochen. Bäh, Stirnreif. So. Aber da oben waren noch mehr Spinnen. Ja, ja, ja. Noch ein Häufchen. Oh, da klimpert's wieder. Archimedes Spiegel. 120, 500. Archimedes Spiegel hatten wir auch noch nicht. Guckt mal, das ist wieder mal eine völlig neue Reliktscherbe, die wir hier gefunden haben. 3% Wahrscheinlichkeit für 50 Schadensreflexion. Das wäre ja auch super. Aber es geht nur auf Schilde. Ja, es passt, ne? Da reflektierst du dann mit dem Schild. Das ist auch super für einen Eroberer, der Verteidiger geskillt hat, ne? Auf jeden Fall. Aber wo muss ich überhaupt hin? Nochmal zurück. Weil im Osten scheint es weiterzugehen. Oh, hier oben sind noch überall Spinnen. Ja. Widerlich. Bäh. Oh, ich hasse euch. Ja. Füllen wir mal wieder die Energie auf. Da ist noch ein Trank. Trank, sage ich, Knochenhaufen. Und hier haben wir Armband der Lichtung. Ja. Mensch, das sind Armbänder. Aber die falschen mit Int. Och, Leute, guckt euch das an. Na, da würde sich jetzt wieder der Mage freuen hier. Aber ich lese es gar nicht vor, denn ist nicht für uns. Schade. Haben wir noch eine Spinne am Haufen? Na, die ging schnell weg. Och, jetzt kommen hier aber ganz viele seltene Gegenstände. Stab des Feuers, auch wieder für einen Magier. Na, für uns bringt es Gold, 280, 150. Verstärkter Schild. Und jetzt können wir nach oben gehen. Bin ich hoffentlich mal hier durch. Ist ja wahnsinnig viel hier oben los. Ja. 650 und weitere Spinnen. Ja. Ja, das war jetzt ganz gut. Da kam der Kreuzschnitt auch passend. Boah, ein Schlag, einmal hacken, sind sie weg. 200, 300, 500 und ein Ring der Erkenntnis. Ja. Wie geht? Schleicht von hinten noch eine Spinne an. Mensch, dachte ich, bleib fertig hier. So, hier sind wir schon durch gewesen. Hier zünden wir jetzt die Fackeln und machen uns hoffentlich mal in den letzten Raum hier. Ach, das sind hier nochmal die Bodenbrecher. Ja. Das wird dir nicht helfen. Ach Gott, das sind aber viele jetzt. Dann lassen wir es mal die zwei anstürmen. Ja, ist der Eroberer. Aber wir hauen auch ordentlich rein. Ja, 730 Gold mal ebenso nebenbei. Ja. Na du, Stufe 15. Kannst dich mal nach hinten lehnen. Kriegswind. Ja, erstmal die Kleinen weg. Ja. Jetzt der Eroberer. Ich bin der wahre Eroberer. Was bildest du dir ein? Du bist viel zu klein. Ah, so, jetzt gehen wir hier hoch. Ist bestimmt wieder falsch. Oh, da ist wieder eine ganze Horde drin. Komm nur. Da ist noch wieder Fallen. Ja, ja, ja. Da die zwei Hunde kommen eh gleichzeitig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah. Aber zumindest schon mal zwei von denen angelockt. Jetzt kommen wir wieder hier zum Ausrufezeichen. Ja. Du brauchst mehr Energie. Ja, habe ich schon wieder aufgefüllt. Einmal umgedreht. Und den letzten den Kopf verdreht. Hier auf jeden Fall noch eine Truhe. 90, 470, geschmückte Beinschienen und nochmal ein Gesundheitstrank. Wie laufen wir jetzt am besten? Ja, das kannst du voll vergessen, ey. Es wird ein Riesenraum hier. Dann gehen wir erstmal hier drüben lang. Einmal nach unten gehen hier, oder? Was wir hier unten noch alles erkundet haben. Ja. Wahrscheinlich ist es auch wieder falsch. Ha! Ja, die fallen wie die Fliegen. Perseus wird obsiegen. Ja.
Da, nimm das, du belebte mechanische Kreatur. Tja, welchen Weg, links und rechts? Ich kann mich doch nicht entscheiden. Gehen wir halt hier lang. Muss sowieso wahrscheinlich wieder einiges ablaufen. Da haben wir wieder das Ausrufezeichen, um Gottes Willen. Was kommt denn da auf uns zu? Huh. So, hier sind wir durch. Das heißt, wieder nach oben. Einmal hier abbiegen. Ach, da gehen wir von hier aus. Das ist ja ein größerer Raum, durch Säulen gestützt. Da warten schon wieder die Hunde. Das heißt, wir gehen erstmal hier oben lang. Hier hinten ist nichts mehr. Hier müssen wir hoch. Ach Gott, da warten aber wieder viele. Ja, kommt einzeln. Ja. Gefällt. Ja. Die sind schon ein bisschen stärker. Die rufen dann auch irgendwas. Ja. Ach Gott, das ist ein stärkerer. Ha. Ja, erstmal die Kleinen. Und wer bist du? Lass mich in Ruhe. Kai Kerbenklinge, Minotaurenheld. Und wir schauen zu, wie er fällt. Ja, da hat er ziemlich viele Effekte hier. Reißt uns den Boden unter den Füßen weg. Aber das hat ihn nichts gebracht. Och Gott, da kommt die Nächsten. Kreuzschnitt. Hacken, Kreuzschnitt, sehr gut. Noch ein Hund. Ah, ah, und von hinten kommen die Mäuse. Wieder mal die Zerflederten. So. Jetzt haben wir doch langsam aufgeräumt hier, oder? Einmal quer durch. Die Falle ausschalten. Da kommt noch ein bisschen Grippe an. Ach, da lässt direkt auch mal eine Halskette der Flinkheit. Ach ja, interessant. Ach Gott, drei Hunde muss eigentlich nicht sein. Ja. Ja, da schnippen sie weg, ey. Hat schon keine Energie mehr. Ja, 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 ja. Ach ja, mechanisches Teil hier. Knochen zaufen. Kriegswind. Sehr gut. Einmal umkrempeln hier. Ach ja, da kommen sie gleich. Ja. Tja, da habe ich eure Toten entweiht. Da lag gar nicht, Mensch. Hätte ich mir sparen können. Ja. Das kann man natürlich auch machen, mal so an der Falle einen Kriegswind einsetzen. Wenn sie eh schon alle um einen herumstehen. Ja, ja. Ja, Qualitätstruhe. Huhnstab des Feuers, Magierding, 50 Gold, 330, 300, Armschutz. Noch mehr kannst du nicht tragen. Ja, da ist es auch schon wieder vorbei. Merken wir uns, dass hier was liegt. Boxen wir nochmal die Dämonen hier weg. Ach, vorne sind noch mehr von denen. Ach so. Da kam der Kriegsschrei zu früh. Macht nichts. Oh Gott, Gott, was ist denn hier los? Ah, ja, ja. Du brauchst mehr Energie. Ja, ich weiß. Ich finde aber auch nicht ordentliches. Ja. Bringt alles Erfahrung. Ja, das Dämonenblut können wir auf jeden Fall noch aufheben. Den Trank auch noch. Kommt noch mal Gerippe an. Drink. Ja, würde ich sagen, bevor ich dahinter gehe, decke ich hier oben kurz noch auf. Das sind noch ein paar. Ah! Oh, Tuss! Ah, wieder ein Genuss, mit dir gekämpft zu haben. Das ist zum Glück bloß Schrott. Und da können wir dann rein und hier mal was liegen lassen. Ach ja. Ne, wo war denn jetzt das Item? Ach hier. Da heißt es noch einmal zurückreisen. Dann nehmen wir diesmal Megara. Und dann werden wir uns wahrscheinlich hier dem Endgegner im Labyrinth entgegenstellen müssen. Um Gottes Willen, warum hat der ein Ausrufezeichen? Es herrscht Krieg.
Hatten wir schon. Willkommen, willkommen, ein edler Krieger wie du. Ich bin sicher, dass ich genau das habe, wonach du suchst. Ja, da haben wir den Pelkias auch mal wieder besucht. Der freundlichste Händler in ganz Titan Quest. So. Was ist das denn für ein Schrott hier? 3 Int, 51 Energie, Das ist doch kein Ring der Erkenntnis. Tränke brauchen wir hier nicht mitnehmen. Die haben nur Schrott. Ach, von daher sind wir doch hier falsch gewesen. Das ist dann alles? Ja, ich danke dir. Die mechanischen Teile sind voll. Das Dämonenblut auch. Tja, da wird es besser sein. Wir gehen doch nochmal vorher nach Knossos vorbei und rüsten uns noch ein bisschen mit ordentlichen Tränken auf. Also mit den besseren, wenn wir jetzt hier an den Bossfight müssen. Absolut, ey. Hallo, mal wieder. Ja, absolut, mal wieder. So. Das muss jetzt dann sein. Jo, das muss jetzt sein. Puh. Ich hoffe, wir sehen uns lebend wieder. Bin mir noch nicht sicher, was da jetzt auf mich wartet. Puh. Nehmen wir den Armschutz der Flinkheit noch mit. Und hier vorne war noch ein Knochenhaufen, jawohl. Armbänder. Und dann gehen wir hier einfach noch mal rechts rüber. Hier waren wir auch noch nicht reingegangen. Oh Gott, da warten ja wieder einige. Und die kommen schon. Ja, da stürmen sie alle an hier. Ja! Aber sie stürmen ins Verderben. Ja, jawohl. Da zieht man ja Aggro durch die Mauer. Ja! Gut, ihr habt mich überredet, dann gehe ich doch erstmal hier rum. Ach naja, hier wäre nicht mehr weiter gewesen. Last Man, Bodenbrecher, Standing. Tja, hier ist nichts mehr. Das heißt jetzt hier, hoffentlich ist hier oben Ende. Oh, bitte, 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 bitte. Das Labyrinth ist ja echt der Wahnsinn. Ja, hier geht es jetzt quer durch. Puh. Aber hier hinten stehen noch ein paar Konstrukte. La, 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 la. Du wirst fallen! Das lasse ich mir nicht gefallen! Ja! Dum, 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 dum. Aber da stehen halt noch zwei, ne? Erstmal den kleinen hier! Ja, 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 ja. Ja. Da sind wir auch schon wieder fast down hier! Einfache Truhe! Zwei Tränke nochmal! Das kann uns nur helfen jetzt. Da hinten ist nichts mehr. Ja, wo geht's denn jetzt hin? Hier hoch. Hier müssen wir einmal durch. Was wartet denn jetzt hier noch? Ja, natürlich, wieder ein großes Tor. Ja, da gehen die Fackeln an. Oh, nein. Verzierte Steintür. Ich will da gar nicht durch. Ich meine, guckt euch mal die Tür an. Voll das Auge. Ich nehme erstmal die Kiste hier oben mit. Ach, da hinten haben wir auch noch eine Truhe vergessen. Nein! 350, 180, Ring der Energie. Tja, bevor ich da reingehe, hole ich mir natürlich die Truhe. Das wisst ihr ja. Nö, ist nicht weit. Muss ich einmal nur hier unten rum. Ja. Jetzt hoch. Dann sind wir ja schon da. Ja, das lasse ich nicht schließen. Das wisst ihr doch. Wo war die jetzt? Hier oben, ne? Jawohl. Ist auch fies, da kommst du ja an und da siehst du hier noch eine Truhe liegen. Gesundheitstrank, Halskette, 350 Gold, hat sich doch gelohnt, Mensch. Für die paar Meter hier. Natürlich. So. Aber, ein starker Gegner heißt zwar Stress und die Gefahr des Ablebens, aber wir bekommen natürlich da auch wieder Gegenstände, hoffentlich. Ja, da schmeiße ich mir noch einen Trank ein, lass die CD vorbeigehen.